Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir wieder was anmalen. Und zwar die Grundbox von Black Reach. Und ich trenne jetzt hier aus den ganzen Gussrahmen alles raus, was mit Orks zu tun hat. Ja, also, da ist ziemlich viel drin. Ich glaube, es sind 3 Killercopters drin. Das sind jeweils eine Hälfte hier und hier. Da sind verschiedene Ork-Bosse drin. Und natürlich ein Chef-Urboss. Den habe ich hier. Und dann natürlich noch ein paar kleinere Orks und ein paar Ork-Noobs oder Bosse. Und fette Wummen sind auch drin. Die sieht man hier. Also eigentlich ziemlich gut dieser Gussrahmen. Da sind auch noch ein paar Space Marines drin. Als erstes mal trennen wir mit dem kleinen Cutter hier ganz vorsichtig die Orks raus. Hier bei den Köpfen zum Beispiel. Die kann man einfach hier abdrehen. Das braucht man nicht mit dem Cutter machen. Da kommen die hier in eine kleine Box rein. Das geht eigentlich am schnellsten. Die Arme kann man eigentlich auch einfach rausdrehen. Da brauchen wir keinen Cutter für. Und hier bei den Ork-Bossen oder bei euren Orks nimmt man am besten einen Cutter. Legt das ganze Ding hier hin und schneidet dann vorsichtig. An 2 Stellen genügt eigentlich und dann kann man rausbrechen. Ich habe alle Orks rausgetrennt aus dem Gussrahmen und muss ein bisschen mal rauszoomen. Da ist ziemlich viel dabei. Wir haben hier den Chef-Oberboss mit Energiekralle. Das sieht man noch nicht so richtig. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Ork-Bosse. Kann man dann entweder als Anführer für die Einheit nehmen oder als Elite-Auswahl Ork-Bosse. Dann haben wir hier 3 Killercopters. Und nicht fertig. Die kann man als Sturmeinheit nehmen. Wir haben hier 2 fette Wummen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 Boys mit Spalter und Knarre. Ja, das hier sind für die Killercopters und das da hier sind ganz viele Arme und ganz viele verschiedene Kopfauswahlen. Das da könnte zum Beispiel der Chef-Oberboss sein, der Kopf. Oder das hier. Wie auch immer. So. Und in den Gussrahmen sind hier noch ein paar Space Marines drin. Da sind Terminatoren, sehe ich da. Energiefäuste. Oh, ein Cybot. Und noch ganz viele normale Space Marines. Ja, die könnte ich ja dann auch vielleicht mal irgendwann anmalen. Mal gucken. Als erstes nehmen wir uns mal einen Orkboy, den dazugehörigen Kopf und den Arm und gucken uns jetzt erstmal die Gusskrater an. Also hier zum Beispiel, das muss weg. Das war Verbindungsteil vom Blister. Das schaben wir jetzt halt langsam vorsichtig weg. Ja, dann hier sieht man, ich weiß nicht, ob man es hier so gut sieht. Ja. Da ist ein Gussgrat, den muss man wegschaben. Und
Hier sieht man es auch sehr gut. Da die ganze Linie, die ganzen feinen Linien. Und da geht man einfach leicht mit dem Cutter drüber und kratzt die locker weg. Darf es nicht zu fest machen, sonst zerkratzt man die Modelle zu sehr. Aber so ein bisschen kann man es wegkratzen. Das sieht eigentlich dann besser aus, wenn es nachher bemalt ist. Da das Ork Boys sind, will ich da jetzt auch gar nicht so viel Arbeit investieren. Soll aber einigermaßen gut aussehen. Also guckt man sich die einfach mal kurz an, die Ork Boys. Kratzt ein bisschen weg und dann kommt auch schon der nächste dran. Bei Charaktermodellen, da kann man dann ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen, aber ich denke mal, bei den Ork Boys ist das so in Ordnung. Hier auch noch ein bisschen weg. So. Und hier oben offen. So. Ach ja. Und hier diese Knarren, die Mündung, da kann man entweder mit einem feinen Bohrer reinbohren oder wenn man nicht so viel Arbeit machen will, kann man gerade mit dem Cutter da aufpassen, nicht abrutschen. Na, die Spitze ist nicht gut genug, dann muss ich jetzt ein neues Stück holen. Ich bin zurück mit einem neuen Cutter. Eine neue Cutterklinge. Jetzt versuchen wir einfach nochmal. Da bin ich ein bisschen abgerutscht. Und ich versuche jetzt einfach ganz vorsichtig hier eine Mündung mit dem Cutter reinzudrehen. Nicht festdrücken. Wenn man abrutscht, dann hat man ganz schnell sich den Finger geschnitten. Muss nicht sein. So. Jetzt sieht man es eigentlich schon. Ich habe da jetzt ein kleines Loch reingedreht. Und nachher, wenn man es angemalt hat, malt man da drin schwarz und dann sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus. Okay. Kopf. Oder Helm. Auch kurz ein bisschen abgefeilt, um die Gussgrate wegzukriegen. Okay. Das sollte reichen. Okay, das Zusammenkleben geht relativ einfach. Ein bisschen Sekundenkleber machen. Ganz kleines bisschen an die Schuhe vom Ork. Dann hier in das Base reinstellen und einfach stehen lassen, trocknen lassen. Das geht eigentlich relativ schnell. Ich setze ihn so rum drauf. Der kippt jetzt ein bisschen nach vorne. Darum halte ich ihn jetzt doch kurz fest. Okay, wenn es getrocknet ist, können wir hier noch den Arm dran machen. Das ist jetzt ja ein einfaches Modell. Es gibt ja auch andere Modelle, da hat man ein bisschen mehr Arbeit. Das ist ein einfaches Steckmodell. Da kann man eigentlich nur auswählen, wie man den Waffenarm platzieren will. Ich mache es jetzt hier mal so ein bisschen, als ob er gerade schießt. Und das gleiche machen wir im Kopf. Einfach nur ein bisschen hier in das Loch rein und den Kopf platzieren. Der hat hier hinten noch einen Nippel, der wird einfach hier in das Loch gesteckt. So, und fertig ist der Ork. Ich habe direkt noch einen zweiten gebaut und die zwei oder einen davon werde ich jetzt grundieren, weil es jetzt schon dunkel ist draußen. Habe ich jetzt keine Lust, draußen mit einem Spray rum zu hantieren. Darum nehme ich einfach Chaos Black. Einen großen Pinsel. Und dann wird der einfach mal eingepinselt. Dauert natürlich ein bisschen länger als Spray. Aber man kann es gut drin machen. Gerade wenn es draußen kalt ist, sollte man nicht mit Spray arbeiten. Da soll es also mindestens mal 10 Grad plus draußen sein. Wenn man es darunter macht, dann immer vorher testen. Weil manchmal gibt es dann keine schönen Effekte, wenn es zu kalt ist, wenn man sprayt.
Also auf keinen Fall bei Minustemperaturen sprayen. Darum im Winter entweder drin machen mit sehr guter Lüftung oder einfach mit normaler Chaos Black Farbe. Dann geht es eigentlich ziemlich gut. So, das mache ich jetzt mal fertig. Bis gleich. Bei Hordenarmeen sollte man immer mehrere Boys oder Modelle auf einmal behandeln und malen. Ich habe jetzt direkt 3. Und hier sieht man noch, der ist noch feucht, noch glänzend. Das trocknet dann alles relativ schnell, ist ja Acrylfarbe. Der ist jetzt schon, steht jetzt schon ein paar Sekunden länger. Und so sieht es dann nach, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten aus. Der ist jetzt schon komplett trocken. Mit dem können wir jetzt schon mal mit der Bemalung starten.